Hallihallo und willkommen zurück. Hier ist Levitar 2 zurück mit seinem Let's Play zu Dark Souls. So. Da ist die Leiter. Jetzt habe ich gerade gedacht, die Leiter wäre weg. Speicherstand überprüfen und alles. Sorry, mein Fehler. Ja, letztes Mal haben wir den Taurus-Dämon besiegt und uns hier ein bisschen auf den Weg gemacht. Ein bisschen. Nee, haben wir nicht. Aber wir sind hier oben dem Drachen begegnet. Dem dort. Ja. Ich hatte auch schon bessere Freunde. So. Ach ja, das war ein geladener. Nochmal ein geladener. Ja. Er hat mich umgebracht. Ihr seid gestorben. Ich liebe diesen Bildschirm. Ihr seid gestorben. Egal. Einfach raufklettern. Ja, raufklettern. Übermut wird bestraft in diesem Spiel, eindeutig. Naja, ist recht so. Macht auch viel mehr Spaß. Ich spiele lieber solchen Spiel als, keine Ahnung, Super Mario Galaxy 2. Wo bleibt die Herausforderung? Nein, du lebst noch. Ja, die Energie auch noch zurückgeholt. Wenn ich jetzt hier runtergefallen wäre, dann hätte ich mich aufgeregt. Das war fies und du weißt es. Nimm das! So. Aber es geht weiter. Dort haben wir den Drachen. Ja, vielleicht das kleine Info. Man könnte dem Drachen mit Bogen oder Armbrust den Schweif abschießen und dadurch das Drachenschwert kriegen. Und ich sage jetzt, das Drachenschwert, sich hier das Drachenschwert holen, ist für für einen großen Teil, der jetzt kommt im Spiel, sozusagen der Einfachmodus. Und ich bin nicht am Einfachmodus interessiert, ganz ehrlich. Skiver. Nächstes? Ja, nicht Skiver. Falsches Spiel. So, gut. Dann nochmal Ausdauer auffüllen und die letzte Ratte wartet hier. Und erledigt. Ja, bei dem müsst ihr aufpassen. Drei Ratten gleichzeitig können ziemlich sehr, haben eine ziemlich große Chance, euch zu vergiften. Daher müsst ihr schauen, dass das besser nicht passiert. So. Hier haben wir eine Treppe, die hochgeht. Dort oben erwartet uns aber nur ein schwarzer Ritter. Und bei dem kenne ich keinen Trick, wie wir ihn besiegen können. Nicht so wie beim anderen. Dementsprechend lasse ich den lieber in Ruhe. Vorerst. Ja, genau. Hör auf. So, dort oben, wir dort haben wir unseren nächsten Freund, den ich nicht besiegen möchte. Noch nicht jetzt. Darum kommt niemand dann hier. Eins, zwei, drei. Ach, verdammt. Ja, verdammt. Ja, ich hasse es, wenn ich gegen die Wand schlage und die Gegner schlagen einfach durch die Wand. Ich bin gestorben. Wohl oder übel ist es so, ja. So, gut. Dann versuchen wir jetzt noch was anderes. Können wir eh noch nicht benutzen. Dann benutzen wir das Kurzschwert. Ja. So, und dann wissen wir. Das Kurzschwert kann auch so nochmal schlagen, aber kann zustechen. Das könnte uns in den engen Gängen noch von Nutzen sein. Naja, der Versuch ist's wert. Aber solange wir keine engen Gänge haben,
sehe ich den Sinn dahinter noch nicht gerade. So. 1, 2, 3, 4. Und der ist hinüber. Dann haben wir hier noch einen mit Lanze. Ja, komm, ich weiß, dass du es kannst. Och, nicht das. Das! Nee, eigentlich meine ich das runterfallen. Tja, so geht's. Hier noch schön den Schatten des Drachen. Musste ja passieren. Musste ja passieren. Wie genial. Oh Gott, Entschuldigung, aber. Ich weiß nicht, wo er den nach hinten Flickflack gelernt hat, aber das hat er sonst, wenn ich mit Chromsäbel gespielt habe, nie gemacht. Ja, das könnt ihr hinhauen. Test anlocken. Hier bin ich. Ah. Ja, genau. Ich probiere es immer wieder ein bisschen auf die spezielle Art und Weise, aber die wollen mich einfach nicht lassen. Rückwärts-Flickflack. Ruckelt gerade ein bisschen. Wieso ruckelt das gerade? Hier bin ich. So, bitteschön. Nehmen wir wieder. Du da, komm her. Funktioniert natürlich wieder nicht. Weißt du was? Autsch, du hast die größere Reichweite, ja. Schmeckt's? Sollte es aber. So. Diesmal gehen wir auch hier auf Nummer sicher. Und ja, lassen es ruckeln. Gott, Spiel. So, eine Ratte weniger. Was hoffen. So, zwei Ratten weniger. Oh Gott. Hoffentlich hört es auf ruckeln. Jetzt sollten wir auch wieder das Krummschwert nehmen können. Ja, Bezirk der Untoten, da waren wir doch schon mal. So geht das. Gehen wir hier hin, locken wir ein paar Untote an. Da kommt einer. Und da wurde er verbrannt. Du bist der Nächste auf meiner Liste. Ich liebe Feuerbälle. Wer würde sich nicht wünschen, Feuerbälle schießen zu können? Habe ich mir schon gedacht. Ja, von unten sollte jetzt keiner mehr kommen. Glaube ich. Ja, nur noch von oben.
der hier. Ja, genau. Du hast doch auch getroffen. Ja. Komm hier. Oh. Ja. Du hast auch noch Feuerschutz. Also nicht mit Schutz vor Feuer, aber ja, Rückendeckung. Komm jetzt. Du bist kein Bossgegner, du bist nur ein normaler. Ah, jetzt treffen mich die Pfeile wieder, ich glaub's ja nicht. Komm du hier runter. Der ist auf mich gefallen. Jetzt habe ich noch die verbesserte Verteidigung gekriegt. Ja, du sicher nicht. Plündern. Hüllenschild. Jetzt muss ich mal schauen, das Hüllenschild könnte es noch besser sein. Jo. Bisschen schwerer, aber alles in allem eine gute Verteidigung. Gut, hier gehen wir auf Jagd nach Raumwurstschützen. Nein! Oh Mann! Das kann ja wohl nicht wahr sein. Jetzt bin ich mir wirklich im Überlegen, ob ich überhaupt noch mit dem Schwer... Ja, hier nicht mehr. Krummsäbel, nee, vergiss es, Handaxt, fertig. Es wird mir hier zu blöde mit dem ständigen Rückfall. So, komm, die Wildsau will ich töten. In diesem Part. Zumindest die Wildsau. Ja, ich hab auch dein Schild. Dankeschön. So. Gut, dass du tot bist. Einer. Und jetzt nochmal die Ausdauer erhöhen lassen und... So, passt. Wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Axt nehmen. Ah, ich kann es auch auf die brutale Art und Weise machen. Er scheint es zu bevorzugen. Kommt ja auch mal. Du bist der Erste. Burn, Baby, burn. Du bist der Zweite. Okay, ich habe keine Lust, noch mehr Magie an dir zu verschwenden. Mit dem hier. Ein Speer. Ein Speer. Gute Sache. Dann können wir das Kurzschwert kurzerhand gegen einen Speer eintauschen. Und haben somit da die Blockinitiative für uns. Knopf gedrückt. Ja, du kannst mich auch so abschlagen, ist klar. So, jetzt kriegt es mit der Axt zu tun. Ja, und ich kriege einen kritischen Schuss in meinen Kopf. Der war ja wieder fair, oder?
brauchen Energie wiederherstellen. Und dann den hier nehmen. Das ist ein Köderschädel. Und der ist hier wahrscheinlich am allerbesten zu gebrauchen. Dann kann man nämlich hier den Köderschädel benutzen. Nein! Oh, fuck! Wo kommst denn du her? Wo war ich? Köderschädel. Köderschädel benutzen. So, da gibt es hier eine Spur. Ja, die ist an die Wand geraten. Der Köderschädel ist genau das, was er sagt, der Köder. Und mit ihm kann man Gegner anlocken. Zum Beispiel die Wildsau hier ins Feuer. Wie ihr euch denken könnt, Feuer nicht gerade der größte Freund der Wildsau. Sie merkt es auch. Und die Wildsau ist tot. Hat sie was hinterlassen? Nee. Oh, schade. So, da ist das Tor zu. Und wir können jetzt hier nach unten. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Eigentlich würde mir das als Part reichen. Und das macht's auch. Ich speichere noch nicht. Gut, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann!